Ja, also wir haben jetzt die Wohnungsübergabe hier gerade erledigt. Die Mieter haben noch ihren letzten Kram hier aus diesem Apartment raustragen müssen. Das Ganze ist hier ein 3-Bedroom, ein Badezimmer-Apartment. Jetzt schauen wir erstmal gemeinsam uns das Apartment an. Wir gehen von der Straße aus rein und dann bekommst du auch einen Eindruck, was das für ein Apartment ist, wie das liegt und wie das geschnitten ist. Auf geht's! Die Wohnungsübergabe ist gerade fertig. Das heißt, die Mieter sind jetzt ausgezogen. Offiziell haben noch eine Woche verlängern müssen, haben die natürlich auch Miete bezahlt, weil sie das Closing von ihrem neuen Haus irgendwie nicht hingekriegt haben. Sei es drum, wir haben da jetzt auch keinen Stress damit, das einfach zu verlängern, und dann sind die halt noch eine Woche länger geblieben. Dann war heute die Übergabe, das heißt, die hatten hier noch Zeug drinstehen und gucken mich dann mit großen fragenden Augen an, was sie damit machen sollen. Es ist mir doch egal, was ihr damit macht. Ich will es nicht haben, also raus hier. Das haben sie auch runtergetragen. Das ist ein Apartment in einem Zweifamilienhaus, die zweite und dritte Etage, also die erste und zweite Etage. Das ist das Apartment und ja, das mussten sie runtertragen, draußen hinstellen, und das wird jetzt vom Müll mit abgeholt, beziehungsweise sie müssen sich darum kümmern, dass es wegkommt. Wohnung ist jetzt sozusagen gesichert. Die ist wieder uns. Wir haben alle Schlüssel. Ja, nächste Schritte. Also Deep Clean, das heißt, die Reinigungscrew, die ist bestellt. Die machen die Küche und das ist eine ziemlich eklige Angelegenheit, aber das wirst du gleich sehen. Wir gehen da gemeinsam komplett durch das Apartment. Badezimmer und ein bisschen Staub überall, aber das war's dann auch schon. Also der Fußboden ist hier eine ganz andere Hausnummer. Der Fußboden, der muss komplett erneuert werden. Der ist jetzt, glaube ich, 7 Jahre drin, Teppich, und die haben jetzt davon 5 Jahre hier gewohnt. Also wir haben diese Mieter mit diesem Haus, das ist das Grey Goose Haus. Das Video kann ich dir hier oben verlinken, beziehungsweise findest du auch eine Beschreibung. Das Grey Goose Haus haben wir gekauft mit Mietern, das heißt, diese Mieter sind jetzt nicht wegen uns ausgezogen, sondern die haben jetzt sich was Eigenes gesucht und wollten halt jetzt in ein eigenes Haus, haben auch was gefunden und deswegen ziehen die aus. Und das ist unser erster Turnover in diesem Haus, und diese Schäden sind natürlich alle bekannt, die in diesem Apartment hier sind. Also der Fußboden ist Mist. Wirst du auch gleich sehen, hier sind überall Wellen im Fußboden, also das ist echt schlecht verlegt, der ist nicht angeklebt an manchen Stellen. Ja, Handwerkskunst eben. Der wird erneuert, und dann sind natürlich nach 4 Jahren, 5 Jahren, wo die hier gewohnt haben, mit 4 Leuten und 2 Katzen und einem Hund oder sowas, den Teppich, den können wir vergessen. Die Wand, alle Wände müssen gestrichen werden, die Decken müssen gestrichen werden. Also Farbe muss neu rein, Fußboden muss neu rein, und dann muss das Ganze einfach nur gereinigt werden. Wenn es fertig ist mit Reinigen, geht es wieder auf den Markt, und die hatten jetzt bei dem vorhergehenden Eigentümer, haben die, glaube ich, $1100 bezahlt. Bei uns wurde die Miete ein bisschen angepasst auf 1500, was nicht der Grund war, warum sie ausgezogen sind. Und wenn das Ganze durch ist, das heißt, wir hier Waschmaschine, Trockner, Fußboden, Wände und ein bisschen Reinigungsarbeiten gemacht haben und damit durch sind, da geht das Haus wieder, die Wohnung hier oben zumindest, für 1600, $1700 auf dem Markt. Mal gucken, wie der Markt dann ausschaut. Zeitansatz für das Ganze, also Zeitplanung, ist circa, na, ich würde sagen, 2 bis 3 Wochen, bis das durch ist, und dann sollte das eigentlich wieder auf den Markt gehen. Drücken wir die Daumen, mal schauen, ob das klappt. Jetzt schauen wir erstmal gemeinsam uns das Apartment an. Wir gehen von der Straße aus rein, und dann bekommst du auch einen Eindruck, was das für ein Apartment ist, wie das liegt und wie das geschnitten ist. Auf geht's! So, dann gehen wir mal in das Haus rein. Fußboden sieht nicht sauber aus, ist auch nicht so schlimm. Die Mieter sind gerade weg. Wohnungsübergabe. Gehen wir es einfach mal durch. Kommentarlos. Ne, kommentarlos geht nicht. Das ist zu wild. Also der Teppich, der ist rum. Hier geht es die Treppe hoch. Das Apartment ist in der zweiten und dritten Etage, beziehungsweise erste und zweite Etage. Und es ist ein 3-Bedroom, 2-Bäder-Apartment. Ja, der Teppich, der muss raus. Ventilator, dann haben wir hier noch so einen kleinen Wasserschaden. Das ist eigentlich nur abgeblättert, weil oben drüber die Klimaanlage steht. Also die Klimaanlage für dieses Apartment steht im Obergeschoss des zweiten Apartments. Und die hat ein bisschen getropft und das hat keiner mitgekriegt. Und deswegen, ja, ist das dann ein bisschen übergelaufen. Küche. Feinster Fliesenboden, Cabinets, also die Schränke, Arbeitsplatte. Das ist nicht das hochwertigste, aber Rental Grade, das funktioniert. So haben sie es überlassen. Es riecht nicht komisch, aber halt überall Gebrauchsspuren. Die Mieter haben jetzt hier 5 Jahre drin gewohnt.
Und da kann das schon mal zu Spuren kommen. Die haben wir mit diesem Haus mitgekauft. Aber naja, sauber machen ist nicht so den ihr Ding. Ein bisschen schwierig. Der Boden klebt. Was haben wir hier? Ja. Nicht schlimm, aber auch nicht der sauberste Kühlschrank, den ich gesehen habe bisher. Ja, pfui Teufel. Gut, das wäre die Küche. Das ist das Wohnzimmer. Dann gehen wir hier weiter. Da ist das Badezimmer. Und hier rechts ist das erste Schlafzimmer. Also überall ist hier nahtlos oder so ähnlich nahtlos derselbe Teppich verlegt. Das heißt, das wäre ein kompletter Job. Schlafzimmer 1 oder auch Master Bedroom. Eigentlich alles super in Ordnung nach 5 Jahren Mieten hier. Das haben wir alles schon schlimmer gesehen. Da haben wir einen Schrank. Das ist ein begehbarer Kleiderschrank sozusagen. Und das ist hier nochmal dasselbe. Also hier kann man eigentlich durchgehen. Das sind sozusagen zwei Schränke. Sorry. Genau. Ja. Der Fußboden muss erneuert werden. Und sonst muss er einfach nur mal geputzt werden. Ich glaube, die haben einfach jahrelang nicht geputzt. Dann gehen wir nochmal ins Badezimmer. Das wäre dann hier rum. Das sind auch die günstigsten Fliesen, aber hey, dennoch super. Vanity, das heißt dieses Sink mit Spiegelschrank. Und hier haben wir diese hervorragende Plastik-Einsatzdusche. Die sind günstig, einfach zu ersetzen. Man muss hier in diesen Rändern zum Beispiel kein Corking oder sowas machen, also kein Gummi oder was schmeckt man da rein, was heißt Kork nochmal. Egal, auf jeden Fall, das muss man nicht machen. Das heißt, man kann dieses Ding so wie es ist einfach austauschen. Das Einzige, was man machen muss, ist oben eine Kork-Siegel-Dings, man muss es draufschmieren und dann ist es eigentlich auch okay. Einfach, funktionell. Ja, sind wir beim Thema Reinigkeit und Sauberkeit, aber ist nicht so schlimm. Dann haben wir einen Spiegelschrank, einen kleinen, so ein Medicine Cabinet. Ja, ist eigentlich in Ordnung, also reicht, ne? Drei Schlafzimmer, ein Badezimmer. Hier haben wir jetzt noch rechts einen Schrank. Das ist einfach nur so ein Linen-Closet, beziehungsweise hier kann man auch Sachen hinhängen. Auch da ist der Teppich drin. Gut, dann gehen wir mal hoch, also hier wieder. Überall Teppich. Das heißt, wenn man den einen Teppich anfasst, dann muss man alles austauschen. Das gute Clorox zum Saubermachen. Genau, dann haben wir hier die Klimaanlage. Also hier haben wir das Thermostat. Und hier nebendran ist der Filter für die Klimaanlage. Das heißt, da sind die Mieter sozusagen selber verantwortlich, den Filter regelmäßig zu wechseln. Das steht im Mietvertrag mit drin. Da haben wir noch ein paar Filter. Das haben die zu wechseln. Das hier ist einfach nur eine Abstellkammer. Und hier sieht man, wie professionell das gemacht wurde. So, das geschulte Auge erkennt, dass diese Balken mal gebrannt haben. Also, das ist dieses Haus Grey Goose aus der Playlist Grey Goose. Und das hat halt mal einen Brandschaden gehabt. Und so haben sie diesen Brandschaden hier repariert. Jeder deutsche Gutachter oder Brandgutachter wird jetzt natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber immer nur so viel wie geht, nicht so viel wie muss. Nee, andersrum. Immer nur so viel wie muss und nicht so viel wie geht. Hier haben wir zum Beispiel einen gesisterten Balken, der irgendwie eigentlich zwei Balken sind. Aber aus Statikgründen ist das kein Problem. Haben uns die Gutachter versichert, von daher passt das. Im Großen und Ganzen ist das jetzt eigentlich nur ein Abstellraum. Das wird wieder rangetackert und wieder repariert. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir jetzt noch ein Schlafzimmer-Office, also es ist ein kleines Schlafzimmer.
mit einem Fenster bloß. Und hier drin in diesem Schlafzimmer-Office, hier wird jetzt natürlich auch Waschmaschine und Trockner stehen. Also hier sind die Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner. Und das ist eigentlich ganz bequem, weil das ist in der zweiten Etage. Und das ist super. Also hier haben wir Starkstrom und normalen Strom. Also das ist für den Trockner. Und da kommt die Abluft für den Trockner hin. Und hier sind die Ab- und Zulauf für die Waschmaschine. Thema Sauberkeit. Genau, so, das ist das kleine Zimmer. Hier haben wir noch eine Tür in diesem kleinen Zimmer. Und hinter Tor Nummer 2, da versteckt sich jetzt die Klimaanlage. Und diese Klimaanlage, die ist auf der Grund, warum es unten durch die Decke getropft ist. Und zwar hat hier diese Kondensatpumpe versagt, beziehungsweise die hat nicht versagt, sondern einfach nur, die Jungs haben das hier nie sauber gemacht. Und dieses Trap hier, das war verstopft. Das heißt, was ist aufgestaut, ist zurückgelaufen und ist hinten irgendwo runtergelaufen. Dann ist hier unten diese Pfanne übergelaufen und dann ist hier hinten das Wasser gestanden. Und das ist natürlich durch die Decke nach unten durchgetropft. Deswegen gibt es hier noch ein paar Ränder. Aber es ist auch kein Akt. Das ist leicht repariert. Und jetzt funktioniert es wieder. Pumpe funktioniert. Abfluss funktioniert. Gehen wir weiter ins dritte Schlafzimmer. Und das ist so das größte hier. Also das hat auch zwei Fenster. Hat hier seinen eigenen Kleiderschrank und hier nochmal Staufläche unterm Dach. Ja, eingebaute Schränke. Der Fußboden ist natürlich auch hin. Auch hier ist ganz interessant, hier ist der Einstieg ins Dach, beziehungsweise da kann man dann diesen Ridge Vent, also diese belüftete Dachetage, ist keine ganze Etage, sich angucken. Da waren wir auch drin beim Durchgang durch dieses Haus. Da verlinke ich das Video nochmal dazu. Da kannst du das nochmal in Ruhe angucken. Ja, also Teppich. Da hilft keine Reinigung mehr hier bei dem Teppich. Auch so wie er verlegt ist. So wie der Teppich verlegt ist. So professionell, als hätte ich es selber gemacht. Ne? Mit meinen handwerklichen Fähigkeiten. Ja, das ist dieses Apartment hier. Was steht an? Wir werden den Fußboden machen müssen. Wir werden die Wände machen müssen. Also Wände machen heißt streichen. Jetzt große Löcher oder sowas habe ich hier noch nicht gesehen. Das heißt, gepatcht werden muss hier nicht viel. Und wenn, dann ist es auch relativ einfach. Die Decke unten muss gestrichen werden. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann geht das Ganze wieder auf den Markt. Und da der Markt aktuell mega verrückt ist, wird dieses Apartment hier für 1600, 1700 Dollar auf den Markt kommen. Wenn es fertig ist, halt. Das muss auch gemacht werden. Also hier muss Waschmaschine und Trockner rein. Das ist Aufgabe des Landlords. Und es macht auch Sinn, wenn wir das machen, weil dann muss keiner rumfrickeln und irgendwie was einbauen hier, sondern das ist unsere Aufgabe und dann können wir das natürlich mit in die Miete einrechnen. Genau, sonst muss ja eigentlich nichts gemacht werden. Das heißt, das Badezimmer, das erhält einen sogenannten Deep Clean, also eine Tiefenreinigung. Hier so ein paar Sachen, das muss gestrichen werden. Und die Küche, die erhält einen Deep Clean. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Küche bleibt wie sie ist. Da gibt es nur einen Deep Clean. Der gesamte Fußboden, der muss gemacht werden. Über alle beiden Etagen, in allen Schlafzimmern und natürlich die Wände müssen gestrichen werden. Und in diesem Fall natürlich auch die Decke. Also das ist eigentlich nur dieses Tape. Und dann muss das gespackelt werden, also spachteln und dann ist auch schon gut. Und dann wird es übermalt. Ja, und das war's dann auch schon. Und dann geht das Ganze auf den Markt. Also Verweildauer würde ich jetzt sagen 2-3 Wochen. Maximal, bis alles fertig ist. Und dann geht das Ganze wieder auf den Markt. Cool.